In der letzten halben Stunde erwarten wir noch eine Steigerung unserer Mannschaft. Die Rumänen deutlich offensiver, doch jetzt zu Beginn dieser zweiten 45 Minuten. Natürlich wollten sie hier eine Abwehrtaktik praktizieren, wie vielleicht dann auch am 4. Dezember gegen Italien in Florenz. Nun liegen sie aber 0 zu 2 im Rückstand und sie öffnen das Spiel. Chancen für unsere schnellen Angreifer. Heun, Kühn und Richter, so hoffen wir jedenfalls für die Schlusshalbe Stunde. Nun erst einmal aber brenzlige Situation. Ballatsch, 18 Meter, Freistoß und da ist der Ball im Tor. 1 zu 2, Anschluss durch den Spieler mit der Nummer 10, das ist Gabor. Jener Mann also, der ausgezeichnet wurde als der beste Techniker bei der Juniorenweltmeisterschaft in Australien. Die Wiederholung. Gabor schießt also hier den Anschluss. Ja, das hatte sich wohl angekündigt.